So bedeckt sich Christian Kern auch halten will. Einer in der Partei plaudert immer. In diesem Fall ist es der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer, der im Ö1-Journal davon spricht, dass das SPÖ-Regierungsteam zu 40% aus Frauen bestehen wird. Eine davon könnte die Wiener Gesundheitsstadträtin Sonja Wessely sein. Ihr Chef weiß davon angeblich nichts. Was macht die? Verlässt uns die Frau Wessely? Wissen Sie da mehr als ich? Die Personalsuche in der SPÖ läuft weiter. Der neue Parteichef Christian Kern darf sich seine Regierungsmannschaft ja weitgehend selbst aussuchen. Wie erfolgreich er dabei ist, erfahren wir bis zum Ende der kommenden Woche. Sämtliche Personalrouschaden soll Christian Kern ja selbst entscheiden können. Will er tatsächlich eine 40% Frauenquote erreichen, dann ohne Monika Kircher und die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Planik. Beide haben ja abgesagt. Vor der Angelobung von Christian Kern zum neuen Bundeskanzler brodelt weiter die Gerüchteküche über mögliche Neubesetzungen bei SPÖ-Ministerposten. Angeblich will Kern die Frauenquote in der Regierung erhöhen, doch sowohl die Managerin Monika Kircher als auch die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Planik haben bereits abgewunken.